Uhu. Hier ist Voodoo. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier geht es jetzt um einen Herzenswunsch von mir. Und da spreche ich, glaube ich, auch vielen Leuten aus der Seele. Es geht um das Thema Durchkeppen. Es ist tatsächlich gestern meinem Team in Anführungszeichen geglückt, bei noch 25 Panzern im Spiel durchzukeppen. Mir fehlt dafür ehrlich gesagt jedes Verständnis. Also weil wer darauf Bock hat, der soll entweder Low-Tier spielen und es gegen Bots machen oder was anderes machen. Weil er geht damit massiv den Spielern auf den Senkel, die das Spiel seriös spielen, die entweder auf Gunmark fahren oder auch einfach Bock auf das Spiel haben. Ja, ich meine, das macht doch keinen Spaß, da jetzt in der Situation durchzukappen. Und ich will euch jetzt mal zeigen, welche zwei Möglichkeiten das Team gehabt hätte, diese Situation zu vermeiden. Besser gesagt, wie man es hätte auch schlauer anstellen können. Weil ihr werdet gleich sehen, es bildet sich ein Lemming-Train bei uns unten links. Jetzt ist vom Gegner sind zwei Panzer auf. Da kann man noch nicht so viel schließen. Also die Flanke links anzufahren ist auf jeden Fall super richtig und wichtig. Bis dahin machen die auch alles gut. Aber jetzt passt mal oben rechts auf, wie viele Panzer da jetzt gleich aufgehen. Das dauert nicht mehr lange. So. Jetzt sind 3, 4 Panzer auf. Und gleich ist da oben in der Ecke alles rot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 9 Panzer waren da jetzt auf. Und von uns das Team jodelt halt mit der gleichen Anzahl an Panzern jetzt die linke Flanke runter. An der Stelle jetzt hätten sich von den Panzern links schon meiner Meinung nach mindestens 2 oder 3 zurückfallen lassen müssen und sich dahin stellen, wo ich stehe und hier die Basis verteidigen. Weil quer übers Feld fahren funktioniert nicht, da werdet ihr natürlich abgefrühstückt. Von daher die J-Linie runterfahren und guckt doch mal, jetzt rechts ist alles rot, da ist alles rot. Die Jungs, die jetzt durchdrücken, also Möglichkeit 1, zurückfallen lassen, das würde ich in dem Fall wahrscheinlich machen und dann hier von der HJK-Linie das Ganze bespielen und halt eben versuchen, den Push vom Gegner aufzuhalten. Oder, und das kann man natürlich hoffen, aber leider macht man ja so seine Erfahrung. Wenn die Jungs da schon komplett durchdrücken links, dann müssen sie aber weiterfahren bis zur 8er, 9er, 0er Linie und ein Kreuzfeuer aufbauen, den Gegner von hinten angreifen. Aber doch bitte nicht cappen. Was soll denn der Scheiß? Das bringt doch echt niemandem was, ja. Und ich hoffe, das macht von euch keiner. Und wenn ihr sowas macht oder wenn ihr sowas seht, beteiligt euch da bitte nicht dran, weil echt damit, also das regt tierisch auf, weil stellt euch vor, ihr seid mal besser in dem Spiel, ihr fahrt auf Gunmark, ihr seid bei 94,8%, ihr seid ganz kurz vor der dritten Gunmark und dann passiert sowas. Ja, also 25 Panzer im Spiel und jetzt die Helden, die da oben lang jodeln, die hätten jetzt nur durchdrücken müssen. Die hätten die von hinten angehen können, da hätten die richtig Schaden abschmatzen können. Wir standen hier unten mit ein paar Panzern, wir hätten die hier ein bisschen aufhalten können. Ein paar hätten auch durch diese Mitte, durch diesen Weg zurückfahren können, darüber spielen. Aber seht ihr, jetzt stehen 2 im gegnerischen Cap und ein dritter fährt er jetzt noch rein. Der Heavy, der stellt sich jetzt noch dazu. So, und jetzt sind es noch 18 Sekunden zu spielen. Das Gefecht hat jetzt noch nicht mal dreieinhalb Minuten gedauert. Und das Ding ist vorbei. Die cappen einfach durch. Mal Cap-Druck aufbauen, ist ja okay. Aber das Ding dann durchzuziehen, also ganz ehrlich, da fehlen mir die Worte und ich finde es einfach absolut kacke. Gut, das war's dann an der Stelle. Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Bleibt gesund und munter und bis dann irgendwann. Tschüss.